Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es um Folgendes. Wie ihr seht, können wir YouTube-Videos streamen. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, ist komplett kostenlos für euch. Fangen wir an. Was brauchen wir dazu, um YouTube auf unserem System streamen zu können? Wir brauchen die App Android Auto Store. Die verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung sowie auch auf meiner Internetseite. Die ladet ihr euch runter, installiert sie auf eurem Smartphone und startet diese. Habt ihr die gestartet, wird euch ein Menü angezeigt, über das ihr Apps installieren könnt. Und hier finden wir zahlreiche Apps. Alle Apps, die ich jetzt euch hier vorstelle, funktionieren auf einem Standard-Smartphone. Ihr braucht also keine Root-Rechte oder sonst irgendwas. Absolut nicht. Es wird auf jeden Fall funktionieren. Und ob ihr das Ganze jetzt über Kabel anschließt und Android Auto benutzt oder, so wie ich, über Android Auto Wireless, also ohne Kabel, funktioniert beides. Habt ihr euch also die App installiert und gestartet, werden euch verschiedene Apps angezeigt. Ihr installiert euch für YouTube die CarTube App und die CarTube Controller App. Habt ihr beide installiert, könnt ihr auch schon direkt mit dem Streamen mit YouTube loslegen. Wir können allerdings auch zum Beispiel Amazon Prime uns anschauen. Zeige ich euch jetzt. Wie ihr seht, funktioniert auch Amazon Prime. Amazon Prime als solches wird nicht als App angeboten. Wir haben jedoch die Möglichkeit, eine Webseite uns als App bzw. auf dem Android Auto Display oder auf dem Sync Display anzeigen zu lassen. Hierzu gibt es sogenannte Custom Apps, die ihr euch runterladen könnt. 10 Stück stehen zur Verfügung und diese Apps machen nichts anderes als eine Internetseite euch hier quasi als App, also als Button zur Verfügung zu stellen. Ladet euch also die Custom App 1 zum Beispiel runter. Habt ihr es gemacht, müsst ihr eine Adresse hinterlegen. Hier bitte nicht die Adresse, die es als Vorauswahl gibt, verwenden, sondern bitte die amazon.de Adresse verwenden. Dann einfach in der App starten, euch anmelden und oben rechts seht ihr so drei Buttons. Dort einfach Send to Cart drücken, damit das Ganze synchronisiert wird. Fertig. Und dann seid ihr auch schon durch. Dann wird euch diese Custom App 1 auf dem Sync Display angezeigt. Ihr könnt das Ganze starten. Amazon startet, also die Webseite von Amazon wird euch angezeigt. Dort könnt ihr dann einfach auf Amazon Prime gehen und euch ein Video anschauen. Das Ganze funktioniert natürlich auch mit Netflix, also einfach Netflix-Adresse angeben, euch anmelden und dann auf dem Sync-Display Netflix auswählen. Wie ihr seht, bei mir Netflix startet, es wird auch ein Film vorgeschlagen, ich sehe den Film im Hintergrund ablaufen, ich höre auch den Ton. Sobald ich jedoch einen Film oder eine Serie auswähle, bricht er mit einem Fehlercode ab. Ich habe bisher noch keine Lösung hierfür gefunden. Falls ihr eine Lösung dafür habt, schreibt sie mir doch bitte in die Kommentare und dann können wir vielleicht gemeinsam das Problem lösen. Was ist dieser Unterschied zwischen dieser Variante und der Variante, die wir ja durch den Jailbreak erreicht haben, also wo wir unser Sync-System modifiziert haben und einen Videoplayer installiert haben? Diese Apps, die ich euch jetzt vorgestellt habe, funktionieren unter Android Auto und sind Streaming-Apps. Also es wird
übers Handy, übers Internet euer Datenvolumen benötigt, um dann irgendwas aufs Display zu zeigen. Hinzu kommt, sobald sich das Auto bewegt, funktionieren diese Apps nicht. Aus Sicherheitsgründen, was ja auch komplett richtig ist. Während der Fahrt schaut man natürlich nicht. Kommen wir jetzt zum Videoplayer im Sync-System. Der Videoplayer im Sync-System greift nicht auf das Internet zu, sondern kann nur auf Dateien zugreifen, die wir auf dem USB-Stick haben. Wir müssen also die Dateien über den USB-Stick zur Verfügung stellen. Also es wird nichts gestreamt, sondern es wird vom USB-Stick abgespielt, wie eine MP3. Großer Unterschied ist jedoch bei dem Videoplayer im Sync-System, der funktioniert auch während der Fahrt. Sollte man natürlich nicht machen, ist auch komplett schwachsinnig, während der Fahrt da irgendwas laufen zu lassen. Dennoch, es ist möglich und das sind die größten Unterschiede. Also Android Auto streamt während der Fahrt nicht verfügbar. Beim Sync-System werden lokale Dateien abgespielt, die auch während der Fahrt abgespielt werden können. Nochmal, totaler Schwachsinn, macht man nicht. Dennoch, es ist eine nette Spielerei als erstes, deshalb habe ich sie mal installiert und ausprobiert. Und zweitens, wenn man denn in einem längeren Stau steht, kann man natürlich diese Funktion nutzen. Wieso nicht? Natürlich während der Fahrt absolutes No-Go, nur dass wir uns hier richtig verstehen. Ja, das war's zu diesem Video, zu den neuen Möglichkeiten, die wir hier haben. Und wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!